Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Wir machen heute wieder weiter bei den Wastern, weil wir ja beim letzten Mal bei den Cops waren. Andersrum. Wir machen heute bei den Cops weiter, weil wir ja beim letzten Mal bei den Wastern waren. Wir sind ja auch hier eine Stufe aufgestiegen und haben jetzt ein neues Event. Porsche Patrol. Dürfen wir wohl Porsche fahren? Was haben wir denn für Autos? Ein Panamera Turbo und ein GT3 RS, aber den dürfen wir noch nicht fahren. Ja, bleibt uns nicht viel übrig und nehmen wir den Panamera. Ja, ist eh gut, weil wir sind ja in der letzten Folge erst ein GT3 RS gefahren. Auch wenn ich den GT3 RS deutlich geiler finde als so ein Panamera, aber naja. Ist auch eigentlich leistungsmäßig deutlich besser als ein Panamera. Zwar nicht jetzt von der puren Leistung, aber er ist halt deutlich leichter. Deswegen sollte der GT3 RS eigentlich deutlich bessere Leistung haben. Allerdings muss man auch sagen, ein schweres Auto ist hier jetzt nicht so schlecht, weil wir müssen ja ein bisschen austeilen können. Deswegen schauen wir mal. Er geht schon mal ziemlich gut ab. Ist ja klar, wir sind ja, ist ja jetzt ein Auto von der neuen Stufe. Geht ziemlich extrem ab. Hauen schon mal eine Sperre rein, weil die da vorne kommen mir gerade ein bisschen zu sehr ab. Ah, schade, den wollte ich jetzt eigentlich noch rammen. Da habe ich den falschen gerammt, scheiße. Boah, den haben wir schon mal. Ja, war anscheinend wirklich relativ wirkungslos. Hauen wir mal ein EMP nochmal rein. Boom. Oh. Der sollte mal seine Glühbirnen checken lassen, die flackern ein bisschen. Ah, der Panamera geht nicht ganz so geil um die Kurven. Ich denke mal auch, weil er Allrad hat. Lässt er sich nicht ganz so schön driften, aber natürlich auch wegen der doch relativ großen Fahrzeuggröße und dem großen Fahrzeuggewicht. Ja, wir nehmen doch direkt noch eins. Hallo! So weit weg ist der doch gar nicht! Hallo! Normalerweise funktioniert das noch aus der Reichweite, also warum der das jetzt nicht erkannt hat, keine Ahnung. Das war jetzt ein bisschen doof. Gut, hauen wir nochmal eine Sperre rein. Bam! Den haben wir noch mal ein bisschen was mitgegeben. Ah. Oh, jetzt fahren natürlich alle da durch die Abkürzung. Sehr toll. Ganz großes Tennis hier. Außer der GT3 RS, den können wir uns noch mal vorknüpfen. Du hast einen Heckmotor, heißt, wenn ich dir einmal hinten drauf titsche, sollst du eigentlich schon kaputt gehen. Ja, man merkt schon, die Events werden sind deutlich knackiger geworden. Also bei vielen Events in der letzten Stufe hätten wir jetzt schon um die Zeit alle geschlagen, aber hier müssen wir uns ein bisschen mehr anstrengen. Okay, wir sind ganz vorne, müssen also mal ein bisschen abbremsen, weil das bringt uns nicht so viel, weit vorne zu sein. Ja, der war doch kaputt. Ja, was soll das denn jetzt? Hallo? What? habt ihr den Typen auch da gerade gesehen, der da die Schlucht lang geflogen ist? Also wirklich geflogen. So, das langt jetzt aber. Oh, scheiße, Straßensperre, das wollte ich gar nicht, ich wollte EMP. Hier, EMP. Ich bin doch direkt vor dem, warum geht das denn nicht? Ja, jetzt hat es natürlich verfehlt und wir sind doch gecrashed. Oh, das sieht aber auch ungesund aus.
Irgendwie ist das Spiel gerade verbuggt, kann das sein? So. Ich finde es natürlich auch geil, dass der 918 Spider in der Klasse hier angesiedelt ist. Gut, damals gab es den noch nicht wirklich, aber ich merke auch gerade, das Event ist gleich zu Ende und ja, könntest du... Was soll der... Warum... Das... Also da muss ich wirklich sagen, das ist nicht ganz so geil, dieses RAM-System. Jetzt haben wir das nicht ganz geschafft. Wollen wir das nochmal versuchen? Einen Versuch gebe ich dem Ganzen noch, würde ich sagen. Ja, machen wir direkt erneut versuchen. Es ist schaffbar, aber... Das Problem war halt teilweise wirklich, dass wir eigentlich die Gegner gerammt haben, aber eben die nicht wirklich Schaden bekommen haben, weil wir die aus dem falschen Winkel gerammt haben. Ist auch eigentlich fast schon einer der einzigen Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe. Dieses RAM-System. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsituation auf der Cascade Terrace. Ja, und die Lags, das ist auch noch ein Kritikpunkt. Woran auch immer die liegen, ich habe wirklich keine Ahnung. Also. So, den haben wir schon mal. Den haben, hatten wir beim letzten Mal auch schon als allererstes. Hauen wir direkt eine Sperre hinterher. Panamera fährt sich aber auch ein bisschen doof. Soll ich wirklich sagen. Boom, den haben wir auch. Diesmal hau ich ein bisschen härter rein. So, dem hauen wir eine EMP rein. Oh. 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 Das. Oh ja, alle crashen gerade oder drehen sich weg oder so. Geil. Das sah cool aus. Über unseren Zustand müssen wir uns eigentlich keine Gedanken machen, weil wirklich Gegenwehr betreiben die jetzt nicht. Nicen die jetzt nicht, so ist das Wort. Ja, aber wir müssen ja relativ nah dran sein für EMP, das ist irgendwie doof. Da bringt EMP nicht ganz so viel. Ah, nee, der ist noch zu weit weg. Und jetzt kommen die hinter uns nicht hinterher, das ist auch toll. So, jetzt haben wir den aber. Der ist auch weg. Sehr gut. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch einen, kann das sein? Oder zwei? Dann sehe ich nämlich nur einen. Der ist auch schon fast Matsche. So, jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Das lief auch deutlich besser. Mussten nur mal ein bisschen durchgreifen. Ja, jetzt haben wir zwar noch nicht allzu viel in der Folge geschafft, aber egal. Wir haben Gold. So, eine neue Belohnung haben wir schon mal irgendwie. Zwei neue Belohnungen? Okay. Bin ich mal gespannt, was das eine ist. Wahrscheinlich irgendeine Verbesserung oder so. Ausrüstung verbessert, okay. Und zwar... Straßensperre Stufe 3. Natürlich. Wir... Ja. Klar. Wir haben ja das Geld für
so ein paar Porsche Cayenne Turbos, die in den Weg gestellt werden und dadurch direkt verschrottet, aber egal. Der Staat hat zu viel Geld. Und noch ein Camaro, den wir auch leider nicht mehr fahren dürfen. Gut, machen wir direkt weiter. Wir, ja, einfach das Event, keine Ahnung. Swedish Tour, Vorschau, Königsegg. Oh, das könnte interessant werden. So ein Königsegg. Ja. Oh, und noch, genau, bei Schnee und Eis, klar. Erste Auto, was man da nimmt, ein Königsegg. Gute Idee. Wenn man sich umbringen möchte. Na gut, Königsegg ist eine schwedische Firma. Die sind kaltes Wetter gewöhnt. Vielleicht haben sie auch an sowas gedacht. Ja, das Teil geht nochmal ein bisschen härter ab. Geile Musik haben wir auch. Ah. Ja, und jetzt fängt an zu schneien. Ah, verdammt. Er ist ein bisschen störrig zu fahren. Zumindest in den Kurven. Auf den Geraden geht er ab wie sonst was. Ein bisschen weit raus. Ja, aber die Geschwindigkeiten sind schon echt krass, die so ein Teil hier drauf bekommt. Oh nein, mich juckt an der Nase. Hilfe. Nicht gut, wenn man gerade bei 300 km/h im Drift ist. Bisschen abkürzen. Oh, das sieht doch gut aus. Zeittechnik? Oder zeittechnik? Also könnte es auch klappen. Ist ja schnell, das Ding. Ah, wieder ein paar Lecks. Nicht gut. Hey. Spiel. Oder Computer oder Grafikkarte oder irgendwas. Ja, ich bin schon froh, wenn ich wieder eine neue Grafikkarte habe, weil teilweise ist das wirklich schon nicht mehr schön, weil das Spiel sollte eigentlich kein Problem sein. Also wirklich überhaupt kein Problem. Und meistens funktioniert es ja. Ich habe ja zurzeit eigentlich durchgängig 60 Frames. Nur dann manchmal habe ich so ein paar Einbrüche. Ich nehme einfach an, dass es am Grafikspeicher liegt, weil ich habe nur 1 GB in meiner GTX 645. An den restlichen Komponenten dürfte es gar nicht liegen. Oh, das haben wir ja locker hinbekommen. Da hatten wir ja noch jede Menge Zeit. Gut. Na, wenn nicht, okay. Aber wenn ich auf die Uhr schaue. Ich habe jetzt nicht ganz genau geschaut, wann wir angefangen haben. Ich denke mal, noch so 2 Events oder so sollten noch gehen. Oh, ein Ford GT. Der sieht auch geil aus mit dieser Amerika-Flagge auf dem Rand. Auf dem Rand, auf der Seite. So richtig schön patriotisch. Gut, machen wir direkt weiter. Mal ein bisschen hier unten. Sind gut oft genug jetzt im Schnee gefahren. So, Locking on Interceptor. Okay. Oh,
Oh, hier haben wir natürlich ganz viele neue Autos. Ich glaube, der Superleggera ist ein DLC-Auto oder so. Weil den hatten wir schon davor, also den haben wir nicht freigeschalten, den hatten wir schon ganz am Anfang. Wir fahren aber mal... Vielleicht fahren wir dann... Ich hab Bock auf den normalen Gallardo irgendwie. In der Policia-Lackierung. Er ist ja so auch echt in Italien rumgefahren, mal eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob die immer noch einen haben, aber... Die hatten zumindest mal einen. In Italien ist es ja eh so, wenn man da zu schnell fährt, das endet ganz bitter immer. Also entweder mit so deftigen Straßen, oder wenn ich mich richtig erinnere, kann die einem sogar das Auto wegnehmen oder so. Oh, wir haben einen anderen Lamborghini als Gegner. Im Superleggera hätten wir auch nehmen können, aber wir packen das auch im Normalen. Oh, EMP. Also wir müssen uns darauf einstellen. Eigentlich müssten wir ja im Topspeed einen Vorteil haben, weil der Superleggera hat zwar ein bisschen mehr Leistung, ich glaube so 10 PS oder so, aber er hat ja den großen Heckspoiler hinten, welcher zwar für Anpressdruck sorgt, aber allerdings auch ein bisschen nun ja, den Topspeed verringert. Oh, der ist direkt reingerast, so wollte ich sagen. Nimm das und das. Er ist natürlich super, wenn er EMP-Einheiten geklaut hat, dass wir Nagelbänder haben. Na gut, wir können ihn jetzt einfach auch vor uns herrammen, das geht auch irgendwie. So, ja, das war relativ leicht. Also der ist zwar ein bisschen doofer Racer. Der hat das anscheinend vom ersten Mal gemacht. Gut, sollten wir auch wieder ein paar Punkte bekommen. Und sogar auch ein neues Auto, sehr schön. Aber auch nur relativ knapp. Mussten ja nicht allzu viel machen. Dodge Viper, nice. Ist aber noch die normale, Ich glaube, die war richtig störrig zu fahren hier im Spiel. Ich glaube nämlich auch, da war ein Event, wo man die fahren musste. Also wo das gelockt war und das war höllisch schwer. Under Pressure, Intercept Event. Ja, würde ich sagen, machen wir das jetzt noch als das Event. Ja, das müsste zeitlich nicht hinhauen. Fahren wir doch einfach mal. Jo, was fahren wir denn? Fahren wir jetzt den, obwohl nee, wir fahren die Viper. Mal schauen, ob die sich wirklich so störrig fahren lässt. Okay, wir haben 3 Helikopter und 2 EMPs. Verdächtiger auf dem Fox Leerpass gesichtet. Er fährt unkontrolliert ein Ford Shelby. Ein Ford Shelby, okay. Werden wir doch versuchen. Ja. Zumindest haben wir keinen großen Gewichtsnachteil oder so mit dem mit der Viper. Weil so ein GT500 ist doch noch ein bisschen schwerer. Ich glaube sogar, der müsste ja jetzt eigentlich den GT500 Super Snake haben. Also den mit dem Kompressor noch drauf. Also ein normaler GT500 gegen eine Viper. Wollte ja überhaupt keine Chance haben. Oh. Das hat er klug gesetzt. Wäre das jetzt nicht angezeigt worden, hätte ich das kaum gesehen. Ja, konnte er ein bisschen enger nehmen. Festnahme negativ.
Wieder setzt er sich hin. Da fährt er auch durch, sehr schön. Ah, verdammt. Na komm. Haben wir unsere Viper schon ein bisschen kaputt gemacht. Boah, das hält ja gar nichts aus. Was ist das denn? Da war da auch noch ein bisschen was abbekommen. Scheiße. Nein! Warum jetzt? Oh, machen wir noch ein Heli. Wir haben noch fast eine Minute. Konnte sich natürlich absetzen, weil wir weil er ja schon mit einer guten Geschwindigkeit gespawnt wird. Und fährt er nochmal durch? Nee, diesmal ist er schlau. Nee, da fahren wir auch nicht durch. Aber noch ein EMP können wir ihn reinhauen. Bumm. Sehr schön. Oh, nochmal rein. Das wird er auf jeden Fall bereuen. Was auch immer er gemacht hat. Keine Ahnung. So. Cool. Eine neue Belohnung haben wir schon mal. Ausrüstung verbessert, okay. MP Stufe 2. Hm. Was kann das? Wir entwickeln die Zukunft der Geschwindigkeitskontrolle. Mit einem hochdruckgeladenen Teilchenkompressionsgenerator wird ein elektromagnetischer Impuls nach Militärstandards zweimal schneller abgefeuert als bisher. Diese Einheit stellt die nächste Generation unserer NNEMP-Generator-Technologie dar. Hört sich gut an. So, damit würde ich aber sagen, was ist für die Folge. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten, wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Tipps, Tricks und sonstiges habt, immer in die Kommentare damit. Hilft mir immer weiter. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst doch ein Abo da. Das war's dann aber von mir. Bis dahin, euer Tiger15, aka der Fossi-Bär. Tschüss.